Für die von euch, die uns noch nicht kennen, wir sind vier Freunde aus Deutschland und Indonesien. Und eigentlich kümmern wir uns mit unserem Social Enterprise darum, die Weltmeere vor Plastikmüll zu schützen. Eigentlich, weil seit ein paar Wochen ist alles anders. Und euch geht es ja bestimmt genauso. Wir alle machen uns Sorgen um unsere Gesundheit, um unsere Freunde und Familie. Und man fragt sich, was man tun kann. Hinzu kommt, dass unsere Kollegen in Indonesien und die Menschen, mit denen wir vor Ort zusammenarbeiten, gerade in extreme wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Tidak tersedia paket jalan keluar penyelamatan dan pada banyak kasus mereka tidak mempunyai tabungan. Ini akan menjadi waktu yang sangat sulit untuk banyak keluarga di sini. Ihr kennt doch bestimmt den Podcast von Christian Drosten. Der Chefvirologe der Berliner Charité fasst ja immer wieder gut verständlich zusammen, was das alles bedeutet und was jeder von uns tun kann. Drosten sagt, wenn wir alle eine Zeit lang eine Atemmaske tragen, dann können wir zumindest die Ausbreitung von Corona verlangsamen. Normalerweise produzieren wir mit unseren Näherinnen und Nähern diese lustigen, faltbaren Tassini-Einkaufstaschen mit Stoff aus recycelten Plastikflaschen. Die brauchen wir später auch wieder, aber jetzt gibt es erstmal Wichtigeres. Atemmasken. Penjahit masker kami adalah ayah dan ibu yang memiliki mesin jahit di rumah. Mereka bisa menjahit masker sehingga bisa bekerja di rumah. Masker ini terbuat dari bahan kain katun sehingga bisa dicuci dengan air panas dan bisa dipakai berulang-ulang kali. Ihr könnt diese Masken jetzt bei uns bestellen und wenn ihr wollt, könnt ihr dabei auch eine Maske für Menschen in Indonesien spenden. Medizinische Atemmasken sind laut Professor Drosten in unserem Alltag nicht notwendig. Die werden viel dringender in den Kliniken von medizinischem Personal benötigt. Mit unseren Masken nehmen wir dem medizinischen Personal nicht die Masken weg. Sebenarnya masker ini juga terlihat lebih bagus. Jeder von uns, der eine Maske trägt, hilft dabei, Covid-19 einzudämmen. Und das heißt direkt Menschenleben retten. Bleibt gesund, schützt Leben, trägt eine Maske.